Hallo, hallo, werte RPG-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher The Wild Hunt. Letzte Folge haben wir ein Spukhaus vom Spuk befreit. Da war ein mächtiger Erdgenius, der nicht so mächtig war, den wir locker erledigt haben. Dann waren sie noch auf Erkundungsreise gegangen, haben ein Dorf entdeckt mit Singen, den Kindern. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach dem anderen Aushang, nach einem anderen Dorf, den wir noch nicht hatten. Und nebenbei bin ich hier genau auf die härtesten Gegner des gesamten Spiels getroffen. Nämlich mächtige Schweine, die einen ziemlich viel HP-Schaden machen. Bin gerade schon gestorben an denen. Und ich glaube, Axie ist vielleicht nicht so das Beste dagegen. So, hier, wir haben den einen jetzt. Zumindest haben wir den. Oh oh. Funktioniert doch eigentlich ganz gut. Wow, okay, hier seht ihr, wie wir einfach mal weggeflogen sind. Und das, obwohl wir noch. Und das trotz Quen quasi. Die haben wirklich was gegen alle Arten von Kreaturen hier. So, jetzt ist er auf unserer Seite. Haha. Ups. Ja, der wütet, das kleine Schweinchen. So, willst du auch zu uns gehören? Nee, wir haben ihn aber gleich kurz mal. Also das funktioniert richtig gut. Wir betäuben dich damit sogar. Wow, du reagierst seltsam. Na gut, wir haben dich betäubt jetzt, oder? So. Nochmal betäubt. Schau, wie geil wir die betäuben. Ups. Ah, das war. Da war Vorsicht geboten. Lol, lauf nicht so rum im Kreis. Ah, der mit dem Wildschwein tanzt. Okay. Unser erstes erledigte Wildschwein. Wow. Junge, das willst du nicht. So. Oh. Aua, aua, aua. Schmeckt dir das Silber? Oh oh. Will nicht schon wieder sterben. Haha, dachtest du dir. So, den haben wir auch verlangsamt und betäubt. Ja, natürlich. Dummes. Aua. Von hinten, habt ihr das gesehen? Ich will dieses Schwein töten. Oder dich. Wow, sogar mit den Hinterletzten. Alter Schwede. Ups. So, mit mir nicht, Freundchen. Okay. So, den haben wir auch betäubt wieder. Komm, schauen wir das noch schnell genug. Ja, ein totes Wildschwein ist ein gutes Wildschwein. Noch ein bisschen was essen. Da hinten war noch einer. Will den Schatz haben. So, bleibt mal hier ein bisschen stehen. So. Haben wir jetzt alle erledigt? Ich hoffe mal. War ziemlich schwierig, der Kampf. Wow. Ist hier noch irgendwas? Also das waren wirklich richtig harte Gegner. Wildschweine. Wer hätte das erwartet? Ich glaube, da sind noch irgendwelche Tiere, die. Lassen wir die. Ich bin jetzt nicht unbedingt auf Wolfsjagd aus. Wir haben uns immerhin mit diesen richtig harten Wildschweinen begnügt, die alles und jeden einfach angegriffen haben. So, aber hier ist mehr oder eine Liste mit edlen Siegeln. Was?
An Kamil, Sohn von Kosa. Dieser Brief ist deine letzte Warnung. Als ich dich zum Jäger gemacht habe, wollte ich nicht, dass du nur den Weibsbildern nachjagst. Es gibt Wildschweine, die sich wie die Karnickel vermehren, Hirsche, die unsere Schösslinge fressen oder Schösslinge, und Wölfe, die in aller Seelenruhe direkt vor den Mauern unseres Anwesens herumstreuen. Mach dir an die Arbeit, Junge, oder deine Karriere endet schneller, als sie begonnen hat. Thaddeus Karin. Oh, okay. Ja, das war nett, was sie hier bekommen haben. Eine kleine Botschaft. Ich glaube, wir können erstmal. Ja, das mit dem Wildschwein hat relativ gestimmt. Oh, das waren richtig viele. Komm schon. Und die haben dieses Haus belagert. Keine Ahnung, wo der Einwohner ist. Hat eventuell einfach das Gebäude verlassen. Die Schweine haben ihn quasi aus dem Hause gejagt, könnte man sagen. Halt. Wenn hier ein Tor ist, gibt es dann dort wieder ein Dorf oder irgendwas schon an? Oder ist das immer noch das gleiche Dorf wie vorhin? Nee, da ist Brunwig. Und was ist das hier? Ich persönlich habe nichts gegen eine Abreibung. Die Schildkröte streckt den Kopf raus. Hi. Kuppeln helfen gegen die... Hey, Hexer, warum stößt du nicht zu uns? Du? Fressen und saufen, das ist das Leben. Ja, ich weiß nicht. Und Videospiele zocken, mein Lieber. Fressen, saufen, Videospiele. Ich dachte schon, das Spiel ist abgestürzt. Hey da, Typ. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Oh, hallo, freundlicher Gast. Ich suche Olgierd von Everett. Also, freundlicher Typ. Ah, der ist drinnen. Hä, wen suchen wir? Ich weiß nicht, wieso. Mal. Irgendeine Quest, die wir wohl noch hatten und jetzt... Keine Ahnung. Frag mich nicht. Das überrascht mich genauso wie euch. Nicht, dass wir jetzt auszusehen eine Quest machen, die wir noch nicht machen wollten. Die schauen mich sehr argwöhnisch an. Wollen die mich ausrauben? Oh. Hallo. Olgierd von Everreck. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Ja. Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adeligen, alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Oh, interessant. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everreck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Wow, da findet's ja lustig. Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Oh. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Oh, Willi, ich soll euch alle abschlachten. Arschlöcher. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen, aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgierd von Everreck soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike. Das schon wieder? Hexer haben durchaus Gefühle. Na gut, Meister Hexer. Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich bring dich zu Olgierd. Okay, hoffen wir mal, dass du es auch wirklich tust. Oh Mann, ihr Witzbolde. Wie nennt man dich? Mann. Geralt von Riva. Ja, ich dachte schon, er wirft auf uns. Geralt von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Okay. Interesse wecken?
Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Okay, mal sehen. Komischer Regiert. Komischer Typ. Er hat ein Monsterproblem. Aber es ist scheinbar kein Problem. Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Ja. Wie findest du sie? Ich bin zu nüchtern für eine solche Konversation. Reden wir über den Auftrag. Oh, sind wir gescheitert? Ein Mann der Tat. Eindeutig. Yep. Botticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Yep. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Wow, okay. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Okay. Oh, der arme Arm. Ataman Olgierd, lang möge er leben. Lang lebe der Ataman. Lang lebe der Ataman. Lang lebe der Ataman. Tja, er genießt den Respekt seiner Leute. Mit uns. Tja, von den Haufen. Haben wir wohl keine Wahl mehr. Von dem Haufen hat er den größten Respekt. Seine Getreuen. Seine Anhängerschaft. Was war das für der Watt? Bring uns Wein, Schätzchen. Und was zu knabbern. Und seine Bedienstete auf jeden Fall. Tja, alles nur seine Sklaven, ja. Mehr oder weniger. Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säbel. Ich habe einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Traditiana. Wow. Trockenbolde. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte wild zubereiten. Unvergleichlich. Und jetzt wirst du Rache? In der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen, für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Wissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Offensichtlich. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Ja. Was? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Ja, aber reden wir erstmal über die Belohnung. Zuvor eine Formalität. Meine Belohnung. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Oh, okay, gerne. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Okay. Das machen wir jetzt aber garantiert noch nicht.
Denn das ist, glaube ich, tatsächlich vom DLC. Hey du, Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Vielleicht. Zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Ja. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kloiwert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Rede weiter. Ja. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten. Wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Bestimmt. Finde den Mistkerl, der das getan hat. Und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Okay. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Treff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Rauchen, feiern. Hey, ich wollte die Quest noch nicht. Wir sind immer noch bei... beim Hexerauftrag waren wir, das Spukhaus. Nee, das ist, gehört scheinbar doch nicht zum DLC. Die sind nämlich immer relativ schön markiert. Da Blut und Wein. Doch, okay. Genau. So ungefähr sieht man es dann. Hearthstone, Hearthstone, ja. Das ist etwas, was wir irgendwann mal machen, aber nicht jetzt. Hier, das ist aber Auftrag. Der Betrunkene von Oxy. Ochsenfurt ist aber kein... Egal, das ist etwas, was wir auch später machen. Genau, das hier. Das wird immer noch die Quest sein, die wir machen. Ich wusste nicht, dass hier... ein DLC-Gebiet quasi ist. Los, lauf! Warte mal. Hier geht's auch weiter. Abgeschlossen. Schade. Okay, weiter geht die Reise. Wir haben uns ein bisschen ablenken lassen. Aber ich bin mir zuversichtlich, wir werden den richtigen Weg wiederfinden. Und schauen, was die Aushänge uns mitzuteilen hat. Oh, mitten in den Gegnerschar will ich nicht reinlaufen. Hey, Pferd! Weiter rennen! Wir haben hinter uns ziemlich harte Gegner, oder? Das ist ein Schatz. Mir egal, was da ist. Wir werden es erledigen. Ein Golem. Ha. Habe schon ganz andere Golems erledigt, mein Herr. Es verlangsamt, hä? Wow. Okay. Was hast du vor? Ich glaube, ein Schutzschild ist angemessen für die Situation. Da, es hat schon wieder alles kaputt gemacht. Oh Mann. Machen wir gar keinen Schaden, selbst 37. Kein Wunder, wenn wir ihm keinen Schaden machen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen auf Iggy wechseln. Und hoffen, dass wir ihm dann Schaden machen. So, ein
Bisschen Schaden haben wir gemacht, immerhin. Ah, Mann, ich wünschte, er würde mich einfach zur Beute lassen. Danke. Oh, das ist ja nochmal gut gegangen. Ja, Mistkerl, hier. Das verringert auch die Verteidigung, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich was bringt, aber... Wir machen immerhin Schaden im 100er Bereich. Dauert eben jetzt ultra lange. Wow! Wow! So. Muss echt aufpassen. Entweder ist ein Hit sogar tot. Glücklich von ihm. Oh ne, ist er nicht. Also für uns auf jeden Fall erledigt. Ne, wir machen immer denselben Damage. Also ich sehe da keinen Unterschied. Nö, nö. Außer dass Feuer eben auch noch ein bisschen Schaden macht. Oh man, a little bit boring der Kampf. So, genieße das Feuer, mein Kleiner. Das dauert ja wirklich ewig. Haben wir noch... Oh, danke, Mistkröte. Schnelle Hiebe, sind die etwa gegen dich besser? Ja, doch, auf Dauer machen die mehr Schaden. Wenn man denn mehrmals zum Hieben zu hauen kommt. Muss zugeben, im Moment kriegen wir sehr viel Schaden. Okay, weiter geht der Kampf hier. Nee, ist jetzt nicht besser. So machen wir immer noch ein bisschen mehr Schaden. So. Der kleine Kröte. Ja. Von hinten angreifen ist auch natürlich vom Vorteil. Haben wir schon wieder unser Schild verloren? Mann, darauf muss ich echt aufpassen. Haha. Oh, 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 oh. Puh, noch haben wir unser Schild, ja. Okay. Ah, Mistkröte. Wie eine Mücke stecken wir auf jeden Fall zu. Schon mal kaum Schaden gemacht. Okay, wir haben wieder kein Schild aktiv. Jetzt haben wir wieder Schild. Oh, shit. Hey, wo ist... Da. Okay. So. Na? Der weiß gar nicht, wo wir uns befinden, habe ich das Gefühl. Haben wir auch mächtig reingehauen. Okay, noch haben wir Schutzschild. Jetzt nicht mehr. Immer schön drauf achten. Wow, wir haben schon wieder kein Schutzschild, aber jetzt. In dem Fall aber, weil wir uns hinten lassen haben. So. Ha. Oh, 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 oh. So, auch von hinten tun die Schläge manchmal weh. Oder dann besonders. Gut gehört. Das kann ich mir so, die so oft daneben treffen. Ah, wir brauchen wieder Schutzschild. Ups. Voll daneben gehauen. Auch wir treffen ab und zu mal daneben.
Okay, oh, oh, ups. Da sind wir direkt in seinen Angriff reingeraten. Schaut mal, wie viel der aushält. Das ist unglaublich, oder? Ja, Junge. Hey, hier. Diesmal kriegen wir... Wow. Da hast du zu hoch geschlagen, meine Lieber. Bastard. Oh ja, das ist er. Ein richtiger hässlicher Bastard. Okay. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass er einfach trotz allem zuhaut. Wow. Ja, ja, das hast du nicht mitgerechnet, hä? Das wird dir richtig eins auf die Mütze geben. Upsi, sorry. Aber wieder Schutzschild anmachen. Ja, dreh dich um. Mann, damit habe ich nicht gerechnet, dass du so schlau bist und dich umdrehst. Ja, macht ja nicht jeder. Dann bist du hässlich. Wow, da hat er mehrere Schläge gestartet. Was wollte ich nicht, dass du mehrere Schläge startest. Hat uns ein bisschen an... Energie gekostet hat das uns. So. Aber mal draufhauen. Dann klappt das schon irgendwie. Wir haben noch ein bisschen Heilung, noch ein bisschen Nahrung dabei. Da schon wieder wollte er seinen Hieb machen. Und da. Ups. Das war nicht ganz richtig. Da. So, jetzt haben wir wieder das Schutzschild aktiviert. Oh nein! Okay. Ja, ja, ich kenne deine Angriffswellen. Okay, da. So, da hat er richtig daneben gehauen. Oh, da haben wir unser Schutzschild wieder verloren. Wir essen ein bisschen. Haben unser Schutzschild aktiv. Zack. Bei dem Gegner braucht man echt Geduld. Ohne Zweifel. Okay. Oh, Junge. Jetzt aber. Dann nicht. Sagen wir, er war nicht sehr beeindruckt von unserer von unserem Angriff. Wie manchmal dann nichts. Wir bleiben im Nahkampf. Wow, hat uns trotz Schutzschild richtig hart zurückgeschlagen. Ja. Ja, oh. Mann, kleiner. Muss er echt auf mal kommen. Überleg dir was Neues, ja. Wir kennen dich. In der kurzen Zeit haben wir dich in- und auswendig gelernt. Du kannst uns leider nichts mehr anhaben. Als ob wir uns schon jahrelang kennen würden, quasi. Ah. Ups, jetzt habe ich die falsche Attacke wieder gemacht. Und, ups. Mann, du musst tiefer zielen. Wir sind nicht so groß wie du. Ah, du tust mir echt leid. Du solltest so gut wie tot sein. Endlich! Ja, harter Kampf. Aber das hat sich gelohnt. Ein Golem getötet und wir haben Igor Desardes Tagebuch. Das lesen wir auch nochmal schnell. Ein Notizbuch, das die Forschung dokumentiert, die für die Abhandlung über die Funktion und Konstruktion von Golems basierend auf den Werken von Meister Also durchgeführt wurde.
verfasst von Igor de Sade, Student an der Akademie von Barnard. Nur ein Teil der Aufzeichnung ist noch vorhanden. Tag 134, in den Sümpfen außerhalb von Vizima habe ich die Überreste eines zerstörten Golems entdeckt. Worte können den Zorn nicht beschreiben, der mich übermannte. Die Ziegelmacher, die ganz in der Nähe lebten, berichteten mir, dass die Akt von Vandalismus von einem weißhaarigen Hexer begangen wurde. Ich hatte schon gehört, dass die Mitglieder dieser Gilde miese Hurensöhne seien. Aber dass sie so weit gehen würden, oh, wenn der wüsste, was damals war. Tag 163, mir kam die Idee, dass ich etwas Brauchbares im Archiv der Akademie von Ochsenfurt finden könnte. Unter großen Anstrengungen gelang es mir, den Ponta zu überqueren, doch einmal in Ochsenfurt eingetroffen, wartete eine unliebsame Überraschung auf mich. Die Akademie war geschlossen. Glücklicherweise half mir ein alter Bekannter, die Akademie dennoch zu betreten. Vielen Dank, Professor Slavoj. So konnte ich einige staubbedeckte Wälzer hervorholen und wurde fündig. Nahe der Stadt Heddel befindet sich ein Turm, der früher angeblich keinen geringeren als Meister Alzur selbst als Werkstatt gedient hat. Tag 164. Ich habe es zum Turm geschafft. Er ist bewohnt. Ein eher exzentrischer Herr hat ihn zum Brutplatz seines Harpienschwarms erkoren. Ich sah, wie er ihren Jungen Schweinefleisch zu essen gab. Unvorstellbar, aber zurück zu unserem Hauptanliegen. Der Turm, den diese Irre in ein Harpiennest verwandelt hat, mag tatsächlich einmal Alzurs Werkstatt gewesen sein. Das bedeutet, dass dieser Ort der Ort ist, an dem er seine Forschung zu Golems durchgeführt hat. Tag 165. Er ist hier. Er steht bewegungslos in einem Steinkreis. Die hiesigen Bauern denken, dass es sich lediglich um einen seltsam geformten Felsen handelt. Doch wie könnten diese Tölpel auch ein Meisterwerk magischer Konstruktion erkennen, wenn sie auf dem Weg sind, ihre Hühner zu füttern? Ich habe bereits einen Blitzableiter daran angebracht. Eine Schande, dass es hier keinen Druiden gibt. Hätte ich nicht in der Unterrichtsstunde über meteorologische Magie geschlafen, würde ich selbst einen Sturm heraufbeschwören. Doch nun bleibt mir nur das Warten. Geduldig oder auch nicht. Tag 171. Ich sitze ja schon so lange auf diesen kalten Stein und hoffe auf einen Wetterumschwung, dass meine Eingeweide schon langsam gefrieren. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich muss nun mit meinen Notizen aufhören, da die ersten Tropfen auf meine Aufzeichnungen fallen und sie verschmieren. Der Ferne grollt schon der Donner. Ich kann meine Begeisterung kaum zügeln. Bald schon wird der Golem wieder leben und hat ihn selbst getötet. So ein Narr ist gestorben durch den Golem. Und damit beenden wir die Folge. Ist etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ein Däumchen würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!